Der deutsche Soldatenfriedhof Neuville-Saint-Vin im Norden Frankreichs, 50 Kilometer von der Stadt Lille entfernt. Er ist der größte deutsche Soldatenfriedhof des Ersten Weltkrieges in Frankreich. Nach dem Krieg hat Frankreich gesagt, wir helfen euch, eure Toten einzusammeln. Deutschland war nicht organisiert. Frankreich sagte, wir machen das für euch. Donald Browarski in Neuville-Saint-Vin sammelt alles, was mit dem Ersten Weltkrieg zu tun hat. Er hat ein kleines Militärmuseum eröffnet. Er erinnert sich an eine Geschichte, die er gehört hat, die zeigt, dass es auch im Krieg ein Stück Menschlichkeit gab. An Weihnachten 1914. Der deutsche Hauptmann schrieb einen Brief. Wir pflegen eure Verwundeten und ihr könnt kommen und eure Toten holen und begraben. Trotz der Schrecken, die dieses Dorf erlebt hat, sieht sich Neuville-Saint-Vin als Ort der Versöhnung. Zum ersten Mal seit 1960 wird deshalb heute hier ein Kranz niedergelegt.